Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, einer weiteren Ausgabe Match Report bei den Tigers Tübingen. Heute gegen Bochum. Und wir haben wieder mal einen speziellen Gast, und zwar den Mika. Der ist unser Schülerpraktikant. Mika, was ist dein Lieblingsessen vom Bäcker? Nussschnecke. Perfekt, danke. Gut eingeübt. Hey, na, ihr auch hier? Ja. Sind wir. Ja. Aufs Auge. Hey, Tom, was erwartet uns heute bei den Tigers? Der dritte Heimspiel. Machst du jetzt gerade die Intro? Ja, hab ich schon gemacht. Na, fuck. Ja, sag doch nochmal. Okay. Heute ist der dritte Heimspieltag von den Tigers Tübingen. Der Plan sind 17 Heimspiele, 17 Vlogs. Heute ist Tag 3. Und gegen wen spielen wir heute? Bochum. Wie geht's Lied von Bochum? Bochum, ich komme aus dir. Ich mach jetzt keinen Lips. Komm ich nicht drum. Und wie bei jedem Stream nehmen wir auch immer ein paar Menschen mit, die eigentlich keine wirklichen Mehrwerte liefern. Hallo Marius. Was wird heute deine Aufgabe sein beim Stream? Regie, glaub. Je nach Laune des Chefs. Davon hängt es immer ein bisschen ab. Aufbau. Abo. Nice. Und Faktenwissen, Hintergrundwissen. Wie geht's halt aus? Ich sag plus 18 für die Tigers, also so. Hot Take? 78, 60, irgend so in die Richtung. Ich bin wieder da. Ich war letztes Mal nicht da, ich bin wieder da. Da unten weißt du an der Tribüne ist offen, dann kann man gleich da runter. Komm schon runter. Ich? Ja, stimmt. Wir können auch verletzt. Wir müssen lauter sprechen, dass man uns versteht im Vlog. Und ich muss mein Schwäbisch abstellen, das war beim letzten Mal nicht so. We are all sitting in one boat. Ungefähr. Jetzt fällt mir gerade nichts ein, du musst jetzt Fragen stellen. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt. Welche nächste Partnerschaft wäre wichtig für die Weiterentwicklung des Unternehmens Moly Enterprise? Ein Bäcker oder ein Konditor. Grüße. We want you. We want you. We need you. Er kann es nicht lassen. Er kann es einfach nicht lassen. Ich hätte sogar noch so einen Moment, jetzt den zu treffen von hier. Überleg mal. Warum ist so schlecht? Junge Holler, ich kann jetzt springen. Komm. Was? Danke, ich bin verletzt. Ist ein guter. Warte kurz. Ja, aber auf mal. Komm, du hörst das Ding. Ich hab's dem, der es kann. Ah! Halt schon kurz. Komm. Jetzt. Du nimmst viel zu viel Material gerade auf. Soll ich es lassen? Nein. Okay, bis zu welchem Zeitpunkt springen wir jetzt? Springen? Ja. Wir springen zu Halbzeit. Da muss man dran denken, das ist stressig. Das ist nach dem Spiel. Kurz vorm Spiel, wenn es richtig stressig ja, ist. Ja, wenn es richtig scheiße gerade ist, dann okay. Haken wir drauf. Okay, wie machen wir es so? Warte, wie? So, willst du klatschen? Nee, Ball haben wir nachher nicht. Du musst jetzt schnell was überlegen. Soll ich hüpfen? Ja, hüpfen wir. Ja. Okay, kannst du hüpfen? Ja. Es geht weiter, das Spiel läuft. Technik funktioniert soweit. Wir sind sehr zufrieden. Tom macht einen guten Job, die Kamerajungs machen einen guten Job. Kann leider gehen. Ja, sehr unangenehm. Alles gut. Was ist mit deinem Tipp? Ich sag plus 18 für die Tigers. Wird noch enger. Enger als gedacht. Aber der gewinnt.
schön. Du bist ein Notnagel. Unsere Bogeyman ist nur Notnagel. Hände waschen kann er gut. Das macht er gut schon, finde ich. Das tut nicht. Gut. Kannst du mal kurz ein Fazit ziehen und deine Endcard machen? Also ich würde sagen, es hat soweit alles geklappt. Aufbau, kleine Holprigkeiten, aber das haben wir eigentlich hinbekommen. Ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Alle Kleinigkeiten haben wir eigentlich mal relativ schnell behoben, wenn was aufkam. Und auch die anderen, ja, zum Beispiel hat einen sehr guten Job gemacht heute zum ersten Mal. Kompletter Einsatz, 90 Minuten, gute Arbeit. Und ja, das war's jetzt. Vlog Nummer 4, Heimspieltag Nummer 3. Erste Niederlage. Erste Niederlage heute, ja. Aber der gewinnt. Schön. War ein geiles Spiel am Ende. Und ja, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. In 2 Wochen geht's weiter, dann wird es auch wieder einen Vlog geben. Hey, von wo kommt die Endcard? Der hat schon vom heutigen Vlog. Ja, beim Hochformat. Also die Endcard, es gab einen, der heute nicht dabei war und der ist auf der Erste Hütte mit seinen Sportstudenten. Liebe Grüße an Moritz Rohrer. Keine Ahnung, was jetzt passiert, ich habe es noch nicht gesehen. Aber es gibt jetzt liebe Grüße von der Erste Hütte, Moritz Rohrer. Ich habe gehört, auf jeden Fall im Hochformat, also ihr müsst jetzt, könnt ihr Handy nicht kippen, aber Moritz, du hast da was ganz Grundsätzliches falsch verstanden. Liebe Grüße an die Erste Hütte, das war's hier von den Tages Tübingen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder beim nächsten Heimspiel. Glocke abonnieren und so. Tschüss. Freunde, ich war heute beim Stream nicht dabei. Ich bin auf der ersten Hütte, bin ja Erstsemester. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen, Spotify, Insta, YouTube, wo es geht. Und jetzt komm mit.